Hallo und willkommen bei Inline, der EPP-Podcast. Natürlich wollen wir nicht angeben, aber falls ihr es nicht wisst, ist EPP die führende Fachzeitschrift für Elektronikfertigung in Deutschland. Ich bin Sophie Siegmund, Redakteurin bei EPP Europe, die englische Version des Hefts. Ja, wie ihr merkt, bin ich Engländerin. Mit dem Podcast wollen wir uns auf eine neue Art und Weise mit der Industrie austauschen. Bei jeder Folge laden wir einen Experten aus der Branche ein und besprechen mit ihr oder mit ihm die Themen, Trends und Herausforderungen, die die Industrie aktuell betreffen. Hoffentlich werde nicht nur ich was dabei lernen, aber ihr auch. Viel Spaß beim Zuhören! Heute reden wir über das Thema Digitalisierung des Baugruppentransports. Und damit meinen wir digitale Alternativen zu den herkömmlichen Bahntransportsystemen, die in der Elektronikfertigung benutzt werden. Wie immer habe ich einen Experten aus der Industrie an meiner Seite, der mir freundlicherweise sein Wissen zur Verfügung stellt. Daher freue ich mich heute sehr, Matthias Fehrenbach, Geschäftsführer der EUTECT, begrüßen zu dürfen. Hallo Matthias. Hallo Sophie. Wie geht es dir? Danke, gut, sehr gut sogar. Sehr schön zu hören. Also ganz am Anfang will ich kurz erklären, dass wir uns duzen, weil ich aus England komme und wir duzen einfach jeder in England und wir sagen immer mit Vorname. Ich hoffe, das ist okay. Sehr schön, machen wir gerne. Ja. Ja, am Anfang, Matthias, wäre es sehr, sehr schön, wenn du erzählen könntest von deiner Firma EUTECT, wann es gegründet worden ist, was du da machst. Ja, sehr gerne. Ja. Also die Firma EUTECT, unter der Firmierung EUTECT seit 1996 sozusagen am Markt, beziehungsweise gegründet 1996 zum 1. April, damals von meinem Herrn Vater Manfred Fehrenbach, der seit 1978 schon in Selbstständigkeit war, damals mit einem Sondermaschinenbauunternehmen, mit einem Partner zusammen. Und er hat sich Anfang der 90er, hat er sich mit der Löttechnik befasst in zwei Linien und daraus wurde dann eine eigene starke Expertise und diese Expertise hat er weiter ausgebaut und entwickelt und hat dann mit dieser Expertise und seinen Kolleginnen und Kollegen die Firma EUTECT gegründet, 96 und ich bin offiziell seit, wann habe ich das erste Mal unterschrieben, glaube 2004, bin ich offizieller Mitarbeiter der Firma EUTECT, habe dann noch dual weiter studiert nach meiner Ausbildung zum Mechatroniker und habe so einige Dinge nebenher gemacht, aber war immer im Unternehmen tätig, sprich, wenn man der Vater hat sehen wollen, ist man Dialogfahrer oder hat sich halt dort aufgehalten und Ferienjobs, da hat man ein bisschen Geld verdient, das war auch ganz gut und dann hat man sich gewisse Dinge leisten können, die sich, die Eltern haben nicht aus den Rippen schneiden lassen. Somit waren wir da ein bisschen freier und flexibler und man hat gleichzeitig eben der Vater um sich herum gehabt. Ja, so mal von dem Tenor oder von der Seite her die Entstehung sonst von der EUTECT. Man war mal damit befasst, nur sich rein allein auf die Löttechnik zu konzentrieren und da sind eben verschiedene Dinge hinzugekommen. Bestandskunden meines Vaters haben auch natürlich die gesamte Komplettlösung, also eine Lötautomation dann angefragt und die hat man dann natürlich auch realisiert. Somit ist das Unternehmen EUTECT von den Lötmodulen selber natürlich weiter gewachsen bis hin zur modularen Lötautomation, wo wir heute sind. Und mit dieser modularen Lötautomation bewegt man sich natürlich in Gefilden und in Anforderungen oder versucht die Kunden mit Lösungen zu unterstützen. Und ich denke, dass wir da über eine neue Lösung heute doch auch noch einiges erfahren werden oder können. Hängt von deinen Fragen ab. Ja. Könnt stundenlang drüber sprechen, aber gerne. Und ihr macht jetzt hauptsächlich Sondermaschinen, keine Serienmaschinen? Ja, genau. Also wir befassen uns immer von Anfang an eigentlich mit der Aufgabenstellung, mit dem Produkt. Viel mehr mit dem Produkt und auch mit seinen metallurgischen Bestandteilen, designtechnischen Bestandteilen oder Eigenschaften, um da einfach den Kunden ein 360-Grad-Rundum-Paket anbieten zu können. Der Vater hat auch mal ganz am Anfang, war unser Leitspruch Lösungskompetenz oder CI-Spruch Lösungskompetenz jenseits des Standards. Damit meinte er eben, dass wir Lösungen für unsere Kunden kreieren, die
ja, mit Standardanlagen so nicht realisierbar sind oder nur mit starken Modifikationen und oder eben Modifikationen am Produkt. Und ja, das ist unsere Nische, das ist unser Bereich, wo wir uns bewegen, wo wir unseren Namen erarbeitet haben und mit den Kunden sozusagen gemeinsam, ja, Probleme lösen. Ja, und dadurch entstehen natürlich Sondermaschinen, aber die Sondermaschinen haben einen großen Anteil an standardisierten Komponenten. Einmal kinematische Komponenten, dann aber auch Schaltschrank- und oder Zellenkomponenten, die nötig sind für eine Automation. Und schlussendlich, klar, unsere Lötprozessmodule oder halt die Module, die dafür nötig sind. Also da gehört auch Flussmittelauftragen dazu, Vorwärmen mit dazu etc. Und daraus, aus diesen Modulen, aus unserem EUTECT-Modulbaukasten, generieren wir dann die kundenspezifische Lösung. Ja. Super, danke für die Erklärung. Wenn wir jetzt über diese Modulen sprechen, dann kommen wir eigentlich zu euer neuesten Produkt, diese eAssembly. Und vor circa 3 Jahren kamen durch einen Zufall Elektronikspezialisten der Firma Smitsek mit EUTECT in Kontakt. Aus diesem Kontakt und nach 2,5 Jahren intensive gemeinsame Arbeit entstand die neue eAssembly-Linie von EUTECT, in welche das erste Mal Beckhoffs Magnetschwebetechnologie das Explanar in eine Produktionslinie umgesetzt wurde. Diese Magnetschwebetechnologie, genannt Explanar von der Firma Beckhoff, in eine funktionierende Fertigungslinie zu integrieren, ist eigentlich ein Leuchtturmprojekt, das uns einen Blick in die Zukunft des Baugruppentransports erlaubt. Oder ist das eine richtige Beschreibung, würdest du sagen? Ja, kann man so sagen. Ja. Ja, das ist richtig. Ja. Und Matthias, könntest du dann vielleicht ein bisschen näher erklären, wie diese Linie genau funktioniert und was für Technologie dahinter steckt? Ich als Anlagenbauer, ja, ich kann denn da im Prinzip auch nur, oder was es kann, ja, ich darf da die Worte auch nutzen, die auch die Firma Beckhoff nutzt, um dieses System zu erklären. Mhm. Also das X-Planar, also ich kann sagen, woher das X-Planar, also das Planar kommt. Das heißt, im Prinzip haben wir hier die Kacheln, also der Tisch, sind im Prinzip die bestromten Spulen und die ortsfest sind. Und die Mover sind ortsveränderliche Permanentmagnete. Also im Grundsatz, wenn man das so anschaut, ist bei einem rotatorischen Motor ist die Spule und das Magnetpaket rund angeordnet. Ja? Und in diesem Falle sind die planar zueinander angeordnet, also der Permanentmagnet zu der bestromten oder erregten Spule. Und die erregte Spule ist die Kachel. Obendrauf fahren die Mover, die Werkstückträger. Das ist dann der Permanentmagnet. Und da die beide Kacheln und Mover planar bzw. parallel zueinander laufen, ja, heißt es planar. Ja. Mhm. So habe ich mir das selber mal auch. Ja, man versucht es ja immer wieder auch den Kunden oder Interessenten, Kolleginnen und Kollegen erklären. Und so ist das in dem Fall. Also wir sprechen hier über, ja, wie du eingangs auch erwähnt hast, die Magnetschwebetechnologie. Und damit sind natürlich sehr viele neue Möglichkeiten gegeben. Ja. Ja. Diese Kacheln, die über diesen Tisch fliegen, können auch nicht nur horizontal fliegen, sondern auch so. Sie können sich auch in einem gewissen Winkel bewegen. Also es sind, glaube ich, 5 oder 7 Grad maximal, in dem man sie bewegen kann. Man kann sie in der Z-Höhe, sagen wir mal, in verschiedene Höhen bringen oder justieren bzw. anpassen an die Anforderung. Mhm. Klar, XY und mit der Z-Höhe, klar, haben wir die Z und dann haben wir die Rotation und die Winkel. Genau, was die eAssembly jetzt machen kann. Die eAssembly, ja gut, die eAssembly, die ist natürlich, also es sind 2 Themen. Einmal das X-Planar von Beckhoff, wo wir mit um die 50 μ Positioniergenauigkeit und hochdynamisch, also bis zu 2 Meter pro Sekunde, kann man die Mover auf den Kacheln bewegen, also die Werkstückträger, das ist das eine. Das andere, die eAssembly, es ist eine Eigenentwicklung der EUTECT. Also mit diesem Projekt haben wir uns Gedanken darüber gemacht, über ein hochflexibles, modulares Zellenkonzept. Mhm. Und dieses Zellenkonzept muss nicht unbedingt mit einem X-Planartisch gekoppelt sein, kann auch mit einem normalen Inline oder wie auch immer, manuelle B- und Entladung oder Roboter-B- und Entladung etc. ist alles frei. Aber in dem Fall, die eAssembly, haben wir eben da die Zellen so generiert, dass ich ähnlich einem Tetris-L, ein umgedrehtes,
Und der Tisch ist sozusagen, wenn man es direkt von der Seite oder im Schnitt anschaut, ein Quadrat. Und da setzen wir die Zelle, also das L an. Und somit gibt es im Gesamten ein Viereck zum Beispiel, also wenn man nur den Schnitt anschaut. Und die Assembly hat einen Tisch, der standardisiert ist bezüglich der Integration der Kacheln. Also da haben wir alles so weit vorbereitet, damit wir hier reproduzierbar eben die Kacheln des X-Planars einfach, auf einfache Art und Weise sozusagen integrieren und ja, montieren können. Und dann die flexiblen modular erweiter- oder verkleinerbaren Zellen andocken können. Eine mechanische Schnittstelle genauso wie die elektrische Schnittstelle. Ja, das macht die eAssembly aus. Und das Interessante an der eAssembly ist eben, sie kann genauso wie der Tisch auch wachsen. Also man kann sie jeweils immer erweitern oder man kann sie auch verkleinern, wenn man möchte. Und damit hat man eben ein, sagen wir mal, auch hinsichtlich der Produktion oder der Produktionsstandorte ein sehr dynamisch und flexibles System. Ja. Und ja, du hast das ein bisschen schon geantwortet, aber das geht eigentlich jetzt darum, eine Digitalisierung der Mechanik für den Transport der Baugruppen. Und was für so allgemeine Vorteile, zum Beispiel Kostenoptimierungen oder Nachhaltigkeit oder Geschwindigkeit, hat die Digitalisierung in diesem Bereich? Ich hatte es auch mal bei meinem Video-Interview mal erwähnt, die Digitalisierung der Mechanik. Durch die Möglichkeit, dass man auf dem Tisch oder auf den Kacheln die Mover frei verfahren kann, und wirklich frei, also nicht nur in einer Linie, sondern ja, in sechs Dimensionen, hat man natürlich zum einen auf diesem Tisch, man hat schon alle Stopper oder Positionen, Wartepositionen oder Pufferpositionen, die hat man da zur Verfügung, frei weg über die ganze Tischfläche. Man hat die Indexierstationen, die man vom klassischen Bandtransport kennt, auch schon auf dem Band. Und was noch viel, viel wichtiger ist, ist ja die Kinematik an sich. Also alles, was man davor über dem Produkt, egal ob man da was befüllt, was lötet, was montiert, was schraubt, was gibt es ja viele Art und Weise, befüllt etc. etc. Musste man immer von oben mit dem zu bearbeitenden Tool oder Kopf oder was auch immer über dem Produkt sozusagen sich bewegen. Mhm. Jetzt übernimmt die Bewegung komplett der Mover. Ja. Also ich kann mit dem Mover mich, wie vorhin ja schon gesagt, klar in der Z-Höhe und im Winkel begrenzt, aber ansonsten in der Rotation genauso wie in XY frei bewegen, komplett frei. Und da gibt es eben die Möglichkeit, dass man, wenn man Änderungen macht, diese Änderung dann nicht mehr mechanisch vollbringen muss oder elektrisch oder pneumatisch. Also man muss dieses Band oder den Stopper nicht mehr umbauen. Ja? Man muss ihn nicht mehr neu verdrahten oder mit Sensoriken ausstatten und oder mit Pneumatik verschlauchen etc. Das entfällt alles. Also man hat eigentlich eine Veränderung der Position des Movers, also des Werkstückträgers, passiert komplett digital. Durch die Programmierung oder Parametrierung oder Positionierung der Mover. Der Mover, genau. Okay. Und das ist eigentlich so der große Vorteil, den ich da drin sehe. Und das ist die Flexibilität, die Erweiterbarkeit, auch die Nachhaltigkeit. Also man kann diese Kinematik, diesen Tisch ja auch aus dieser Automation nehmen im Prinzip und entweder eine neue Automation drumherum bauen oder halt irgendwo anders mit rein integrieren. Und natürlich kann man das auch mit anderen Bändern machen, aber natürlich mit einem viel, viel geringeren Aufwand, weil die Verfahrwege komplett frei sind. Man muss auch diesen Tisch nicht wie ein normales Bandsystem warten, oder? Man muss es nicht so oft servicen, man muss es gar nicht servicen, oder? Ja gut, kommt drauf an, was man oben auf den Mover macht, aber ansonsten, wenn man da einen sauberen Prozess hat, also wo kein Staubpartikel etc. irgendwas anfällt, dann muss man im Grunde genommen das System nicht warten. Also die Oberflächen des Planars oder des X-Planars, also der Kacheln, kann frei gewählt werden, von Edelstahl über Glas, Kunststoff. Ja, wir haben da zum Beispiel auch bei uns in der Messeapplikation haben wir, ja natürlich klar, mit einen großen Kleber drauf gemacht, wo wir Eutech draufstehen hatten und noch ein paar erklärende Worte dazu und so weiter und so fort. Das tut dem System also keinen Abbruch. Es funktioniert trotzdem weiter. Ja. Und ich sage mal, bezüglich Glas oder Edelstahl ist es natürlich auch interessant, nicht nur für die Wartungsfreiheit, sondern natürlich auch für Branchen,
deren Anspruch ein Sauberraum oder eine Reinraumumgebung ist, ja, oder Produktionsumgebung ist. Und somit ist natürlich auch das Feld, das Einsatzfeld auch nochmal viel, viel breiter aufgestellt. Ja. Also das geht über die klassische, sagen wir mal, Produktion von X-Teilen oder Verguss etc. bis hin natürlich über Medizintechnik, das ist das eine, aber auch natürlich in die Pharma und auch Foodindustrie oder was man alles so im Reinraum oder Sauberraum und in, sagen wir mal, sauberen Umgebungen natürlich produziert. Ja. Du hast am Anfang gesagt, das Projekt ist eigentlich aus einem Zufall entsprungen. Kannst du bitte mehr dazu sagen? Ja, also 2006, 2007 haben wir, oder ging es mir durch den Kopf, ich wollte weg von den Mikrocontrollern. Also wir haben mit Mikrocontroller haben wir die Lötmaschinen angesteuert, genauso die Lötmodule, genauso wie die Aktoren oder ja, Achsen, Motoren etc., Antriebe. Und war da damals unterwegs mit CodeSys und sind dann irgendwann einmal bei Beckhoff gelandet und habe da mit zwei neuen Kollegen, mit dem Simon Öffner und mit Bernd Strohmeier damals bei mir im Unternehmen, haben wir das Thema dann mit Beckhoff angetrieben, um die komplette Anlage sozusagen damit zu automatisieren. Und irgendwann einmal, klar, über die Jahre hinweg, wenn man die ganzen Sachen integriert, macht man sich auch mal einen Gedanken, hey, wie stellt eigentlich Beckhoff seine Elektronikkomponenten her? Und wollte dann natürlich auch mal schauen, ob man da einen Beitrag dazu leisten darf, kann, wie auch immer. Und ich habe mich damals bemüht über den Vertrieb. Parallel hat sich ein Kollege von mir und mein Vater auch mit einer Anfrage befasst. Und dann war eine Anfrage von Smitschek bei uns im Haus, die für Beckhoff ja die Elektronik zum Teil auch produziert. Und genau in derselben Woche, unabhängig, dass ich das wusste, habe ich sozusagen über den Vertrieb, über Dieter Völkle damals oder heute immer noch, haben wir die Brücke geschlagen und dann waren die auf einmal hier im Haus. Es ging um ein ganz anderes Thema, um deren Anfrage. Und ich hatte natürlich auch den Willen oder ich wollte da eben auch sozusagen das Thema nochmal, ein paar andere Themen nochmal ansprechen. Ja, und da kam das eine zum anderen. Und das war eigentlich der Zufall. Ja, also, und alles Weitere, war dann eine doch sehr interessante, spannende Ideenfindung. Und das ging dann so weit, bis wir natürlich Konzepte dann ausgearbeitet hatten, weil die Firma Smitschek von dem, was wir an Lasertechnik hatten und hauptsächlich geregelte Drahtvorschub von uns, das SWF-Modul, Dinge ermöglicht hat, die davor noch nicht möglich waren. Mhm. Und das war sozusagen der Auslöser dafür, damit wir in diesem Projekt, also für das wir dann später dann die E-Assembly dann gebaut haben oder diese X-Planar-Linie mit der Laserlötung realisieren durften oder da damit ins Gespräch kamen mit Smitschek. Und wir haben dann Maschinenkonzepte entwickelt und nochmal Maschinenkonzepte entwickelt und dann war halt der Anspruch von Beckhoff selbst für so eine Linie, für deren Produktproduktion, damit das da noch mehr sozusagen Beckhoff-Komponenten, was so verständlich ist, mit integriert werden. Und dann wurden wir zum ersten Mal mit dem X-Planar dann auch wirklich konfrontiert. Und es war auch eine interessante Begegnung. Ja. Also waren wir im Ideeraum oder mit dem ganzen Team sozusagen zusammengesessen. Gibt es tatsächlich einen Ideenraum? So. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also für mich war das einfach ein kreativer Raum. Also das ist toll ausgestattet gewesen. Und für mich als kleinen KMUler, also klein mittelständisches Unternehmen und sagen wir mal, nur wissensdurstiger Mensch, war das einfach, da sammelt man eben die Eindrücke. Und ich fand das tipptopp. Und da war dann auch wir haben zusammen alle diskutiert. Und da war die Prozessspezialistin von der Firma Smitschek dabei,
der Kollege von der Firma Beckhoff, der Hans Beckhoff selber auch. Und mir ist da auch was Blödes passiert. Ich habe aus Versehen mein Limo umgeschmissen und die hat dann leider die Tastatur vom Hans Beckhoff ein bisschen überschwemmt. Aber war alles mit Fassung. Mir war es dann auch halt ja, sehr arg. Werde ich auch nie wieder vergessen. Aber ja, hat er was gesagt? Ganz cool reagiert. Alles gut. Ja. Also, es ist. Hat wahrscheinlich mehrere. Da gibt es andere Themen, die ihn wahrscheinlich anders bewegen. Ja. Meine ich mal, sagen zu dürfen. Da war so ist dann eigentlich die Idee auch mit dem X-Planar entstanden und dann haben wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen auch zusammengesetzt und haben dann natürlich auch gehirnt und für uns war natürlich auch schon mal die Grundsatzfrage, können wir das? Ja? Mhm. Trauen wir uns das auch, weil es ja komplett neu ist? Ich meine, wir als klein mittelständisches Unternehmer, wir haben jetzt nicht die Hundertschaft an Programmierer da, die da sich voll reinstürzen können oder sich da dem Thema annehmen können, sondern ja. Und dann haben wir halt gesagt, ja. Wie lange habt ihr überlegt, ob ihr das machen wollt oder ob ihr das machen könnt? Oh, das ging nicht lang. Okay. Also im Prinzip, man ist mit wem die fahren und dann wieder nach Hause gefahren, ja, dass man hier mal ein komplett neues Konzept auch angehen darf, ja. Also es ist ja auch was, also sowas, das ist noch nie da gewesen, ne? Ja, zu realisieren, das ist ja für uns natürlich auch gigantisch. Ja? Ja. Also, und wie war es eigentlich mit der Firma Smitzek und Beckhoff, etwas noch nie Dagewesenes zu realisieren? Ja, das spricht es eigentlich genau an. Also ich meine, wir haben Konzepte ausgearbeitet und so weiter, haben uns immer wieder abgeglichen, natürlich miteinander. Mhm. Dann war ein Konzept dann auch, sagen wir mal, beschlussfähig oder beziehungsweise bestellfähig. Und das haben wir finalisiert und ansonsten die Zusammenarbeit mit Smitschek und mit Beckhoff, super. Also das ist ein Miteinander und ein Füreinander, klar. Die Unterstützungen sind da gegenseitig. Ja. Ich glaube, es geht jeder oder es ist jeder in dem Projekt auch die Extrameile gegangen. Und man versucht jeder sein Bestes da zu geben. Und das, was man da realisiert hat, oder auch jetzt immer nur realisiert. Also ich meine, das Thema wächst ja. 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 Es wächst und wächst auf allen Seiten. Und die Möglichkeiten und die Erkenntnisse, die daraus entstehen, die sind maximal. Und das ist auch unheimlich spannend, also was das Ganze noch alles ermöglichen kann. Ja. Mhm. Klar, die Konzeption ist jetzt auf dem Stand, wie wir es damals vor, sagen wir, 2,5 Jahre beschlossen hatten. Ja. Und haben sich Dinge schon geändert in dieser Zeit, in diese 2,5 Jahren, meinst du? Also ich denke ja, natürlich. Es gibt Weiterentwicklungen, klar. Ja. Von unserer Seite, genauso wie von Beckhoff und Smitschek, oder von Beckhoffs Seite, ja. Hat natürlich gewisse Änderungen einfließen lassen. Ja. Ja. Hat das ein oder andere auch gelernt. Was waren dann die größten Herausforderungen bei dieser Entwicklung? Die größten Herausforderungen bei dem Projekt, ich auf der einen Seite der Lötprozess selber und auch die Produktvielfalt, die man da bearbeitet auf der Maschine. Dann auch mit, sagen wir mal, gewissen Toleranzen, also jetzt nicht im Positioniersystem oder im X-Planar, sondern im Produkt selber, dass das eben alles matcht, ja, das Vision-System, dass das alles passt und so weiter und so fort. Und das andere, die größte Herausforderung war auch das für uns halt ganz neu, ja, weil wir das komplett neu eingesetzt hatten, das Thermomanagement, also Temperaturmanagement der ganzen Anlage. Und aber das haben wir gut in den Griff bekommen. Ich sage mal so, wenn man was ganz Neues auf die Reise schickt oder es bedarf immer, also es gibt immer wieder mal irgendwo eine Ecke, die man dann feilen muss. Ja. Ja. Aber danach ist es ja auch wieder angenehm rund. Ja, ja, und das macht es spannender. Oder? Das macht es spannend. Ja. Ja. Und was für eine Zielgruppe hat Eutech eigentlich mit dieser E-Assembly? Und zum Beispiel, für welche Zwecke wird es derzeit verwendet oder kann es derzeit verwendet werden? Ja, die Assembly, die Zielgruppe. Zielgruppe ist eigentlich, sagen wir mal, Assembly jetzt mal losgelöst vom X-Planar. Das Zellenkonzept und so weiter und so fort sind schon, sagen wir mal, nachhaltig denkende Unternehmen. Also schon vorausschauende. Weil die Assembly-Zelle an sich ist so konzipiert und aufgebaut, dass sie
später auch durch geringere Eingriffe oder Modifikationen auch für neue Produkte, für neue Prozesse, für neue Kinematiken genutzt werden kann. Ja, also vom Schaltschrankbau, von der Verdrahtung und von dem ganzen Thema. Und das ist das eine, eAssembly in Verbindung mit Xplanar, Zielgruppe. Die Zielgruppe mit dem Xplanar, so auf Schwäbisch oder auf Deutsch sagt man Henne-Ei-Prinzip, das ist das eine. Das andere, wie wir es ja alle vielleicht auch kennen oder eigentlich kennen, bis 2008 sind wir auch gut gefahren mit unseren Möglichkeiten. Und 2008 gab es dann irgendwann mal das Smartphone oder das iPhone. Und dadurch haben sich viele Dinge verändert, ja. Viele Dinge vereinfacht. Gut, manche Bereiche vielleicht auch verkompliziert, aber das lassen wir mal beiseite. Aber wenn man es wirklich technisch nutzt, ja, hat es eigentlich nur Vorteile gebracht und hat noch mehr Effizienz gebracht, noch mehr Möglichkeiten. Also man musste keinen Laptop, Tablet etc. mit sich schleppen oder was auch immer, sondern man kann sehr viel mit seinem Handy erschlagen. Ja. Und man hat da einen Rechner, also hätte man in den 90er Jahren so einen Rechner gehabt, dann wäre das wahrscheinlich irgendwo in der Größe gewesen von einem Bad oder einer Toilette oder so. Jetzt bin ich nicht übertreiben, aber ja, also, oder der ein 80er. Ein ganzes Zimmer eigentlich, ja, oder? Sowas die in die Richtung. Die ersten Computers waren riesig, ja. Ja, das ist eigentlich so, also das ist, und die Möglichkeiten, also jetzt hat man dieses System, gerade das Xplanar, und daraus resultieren die Möglichkeiten, man muss sich halt damit befassen. Also wir als Firma Eutec, ich kann jetzt nur von uns sprechen, oder auch klar mit Anfrage von Kunden, was da wie neu gedacht werden kann. Also man kann komplett umdenken. Ja. Das Schöne ist ja zum Beispiel, wenn man bewegt im Prinzip das oft viel kleinere, leichtere Produkt. Ja. Man bewegt gar keine schwere Applikationen mehr, die irgendwas von oben prozessieren oder von unten prozessieren oder wie auch immer. Ja. Ja, man bewegt keine riesen Achsen mehr oder sonst irgendwas. Man bewegt diesen Mover und auf diesem Mover sitzt das Produkt. Klar, gibt es da eine gewisse Fixierung und so weiter, aber es ist trotzdem immer nur das X-fache leichter wie im Prinzip ein Prozesskopf. Heißt das, dass du erwartest, dass jede in der Zukunft diese so irgendwas ähnliches wie Xplanar oder eAssembly benutzt und komplett weg von dem mechanischen Bandtransportsystem kommt? Oder nein. Das meinst du, die werden zusammenarbeiten, diese zwei Technologien? Ja, die werden parallel miteinander laufen, ja. Also ich glaube, die eine, das wird so, also das eine wird das andere auch in gewisser Weise positiv beeinflussen. Mhm. Oder gewisse Dinge wird man neu denken, ja. Mhm. Aber sagen wir so, Xplanar, ich habe so ein bisschen einen Daumenwert mir mal errechnet. Das heißt, wenn man eine Automatisierung oder eine Applikation hat, wo mehr als vier komplett Kinematiken, also X, Y, Z plus Rotation mit integriert sind, also vier solche, sagen wir mal, Bewegungsapparate oder wie soll man es nennen? XYZ-Achsen, Bewegungen, ja. XYZ-Achsen, Kinematiken plus Rotation, die dann auch verdrahtet werden müssen, die im Prinzip ja, konstruiert, gefertigt, montiert, verdrahtet, der Schaltschrank dafür, etc., die ganzen Leitungen, etc., etc., Pneumatik und was man noch alles manchmal braucht oder nicht braucht und den Schaltschrankbau noch da dazu. Das vereinfacht natürlich dieses Xplanar um X-fache. Ja. Ja. Und ab so vier Kinematiken ist es wirklich. Es lohnt sich dann. Lohnt es sich wirtschaftlich, ja. Zeitlich und Zeit ist eben, also ja, hier in Europa haben wir, das ist die Zeit, ist das Wertvollste, was wir haben. Ja. Und damit spart man sich sehr, sehr viel Zeit. Und auch später bei der Modifikation. Und da macht es das Xplanar dann wirtschaftlich. Ja. Also nicht wirtschaftlich, sondern sehr interessant. Ja. Und spart man auch viel Platz? Also diese Footprint, ist das dann kleiner bei dem Xplanar oder Assembly-Linie als bei dieser? Man kann, ja, also, ja, man spart sich viel Platz. Durch das, dass man eben frei auf dem Kacheln oder auf dem Xplanartisch sich mit den Movern bewegen kann, braucht man keine extra Puffer, sagen wir mal, Bandstrecken. Man braucht keine extra Lagerpositionen
Und oder, also man kann das alles, sagen wir mal, weil man sich frei darauf bewegen kann, natürlich viel einfacher realisieren. Und das andere ist natürlich, wenn man die Schaltschränke etc. intelligent anbringt, hat man eben über dem Tisch den kompletten Raum frei für neue Themen, ohne dass da jetzt nochmal XYZ-Achsen oder ein Portal oder ein Sechsachs-Knickarm-Roboter oder was auch immer da oben sich bewegt, sondern man hat die Bewegung ja unter und damit spart man sich schon ja einiges an Material und ja, Platz. Kann man die Module auswechseln mit anderen, wenn neue... Du meinst die Zellen? Zellen kann man tauschen, ja. Da haben wir mechanische, elektrische Schnittstellen, jetzt wir von uns, aber generell kann man die natürlich auch tauschen. Ja. Okay. Also man muss es halt von der Konzeption so andenken und auslegen und dann kann man das machen. Ja. Also wir haben, ja, wie soll ich sagen, mit den Assembly-Zellen die Möglichkeit, das so schnell zu tauschen. Ja. Cool. Und hast du vor, oder habt ihr vor bei EUTECT, andere Linien mit dem Explanarsystem zu entwickeln, mit dieser Magnetschwebetechnologie? Ja, wir werden auf jeden Fall, also wir haben verschiedene Kunden, mit denen wir in der Anfragesituation sind, die halt dann jeder so seine ganz spezifische Applikation dann hat. Ja? Und wenn daraus Projekte oder feste Projekte werden, oder beziehungsweise, ja, machen wir, ja. Sehr schön. Und zum Schluss, wir stellen jedem Gast dieselbe Frage. Wie siehst du die Elektronikfertigungsindustrie in 5 Jahren und auch in 10 Jahren, wenn du so weit in der Zukunft denken möchtest? Möchten ist das eine, müssen das andere. Ja, nee, ich darf. Ich darf darüber nachdenken. Man muss also als Entrepreneur, oder? Ja, aus unternehmerischer Sicht mache ich mir da schon Gedanken drüber, natürlich, klar, wie entwickelt sich das Ganze, wie sieht es aus? Jetzt direkt auf die Elektronikindustrie bezogen, die Intelligenz, die Automatisierung, Digitalisierung im Haus wird mehr, ja, in öffentlichen Gebäuden wird mehr, in verschiedensten Systemen wird ja, die Intelligenz oder die Digitalisierung mehr. Dadurch wird der Markt weiter wachsen und da wünscht man sich natürlich dann schon auch mehr die Automatisierung. Und auch jetzt durch gerade den ganzen Wandel, den wir natürlich politisch haben und auch energetisch, wird, denke ich mal, auch vieles auch wieder zurück nach Europa kommen, ja, oder auch direkt vor Ort produziert werden. Oder das passiert ja auch heute schon. Und da brauchen wir einen höheren Automatisierungsgrad. Matthias, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Vielen Dank, dass ihr diese Folge zugehört habt. Wenn Inline euch gefällt, sag's bitte weiter und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal.